Ich möchte das Programm Anki vorstellen. Ich öffne es mal. Bei Anki handelt es sich um ein Lernprogramm. Und zwar kann man hier am Computer und auch auf anderen Geräten wie zum Beispiel Smartphones lernen, wie man mit Karteikarten lernt. Das Besondere ist, dass es eben dieses Anki für verschiedene Betriebssysteme gibt, sowohl für den Computer, Windows, Linux, Mac OS, aber auch für verschiedene Betriebssysteme von Handys wie Android und iPhone. Und es gibt auch eine Webversion, wenn mein Handy oder mein Smartphone zum Beispiel eben kein Programm oder keine Anki-Version anbietet, dann kann ich übers Internet, wenn ich Internetzugang habe, es eben auch nutzen. So, ich habe es jetzt hier gestartet und hier fällt zunächst mal auf, dass hier der Begriff Stapel vorkommt. Bei Stapel handelt es sich um einen Kartenstapel zu einem bestimmten Thema. Das könnten natürlich sein Vokabeln zu einer Sprache, das könnten Begriffe zu einem Fach sein. Aber auch, und das ist auch ein Vorteil, wie ich meine, von Anki, dass auch Bilder mitgenutzt werden können. So, jetzt habe ich hier auf meiner neu installierten Version noch keinen Stapel vorliegen. Ich kann einen Stapel entweder herunterladen, entweder von anderen oder wenn ich später erstellt habe, auch von mir selber. Aber da komme ich erst im nächsten Film dazu. Oder ich erstelle einen selber. Wir wollen zunächst mal einen Stapel herunterladen und damit ausprobieren, wie das Anki in dieser PC-Version funktioniert. Es erscheint in einem zweiten Fenster jetzt eine Liste von recht vielen von anderen Leuten hochgeladenen Kartenstapeln. Ich will als Beispiel mal das Thema Hauptstädte raussuchen und finde gleich hier ein Kartenset zum Thema Hauptstädte der Welt mit 306 Fakten, das ist sowas wie ja, Datensätzen, aber nicht ganz genau, da werde ich auch noch später drauf eingehen. Und es ist auf Deutsch, also lade ich mir das mal herunter. So, nach dem Herunterladen ändert sich die Ansicht gleich und ich komme auf die Lerneinstellungen. Und man sieht hier unten auch einen großen Knopf, wo ich also gleich mit dem Lernen anfangen kann. Aber bevor wir das mal ausprobieren, möchte ich klären, was hier die Icons in diesem Fenster hier oben bedeuten. Also fangen wir links an. Ich habe das Icon Karte hinzufügen, möchte ich hier momentan nicht machen. Dann habe ich aktueller Fakt. Ein Fakt, wie gesagt, ist etwas so wie Wissen. Entspricht nicht einer Karteikarte, aber dazu später im zweiten Film. Dann Kartenlayout spielt auch nur beim Erstellen eine Rolle. Die Karten anzeigen. Wir klicken mal drauf und bekommen dann hier zum Beispiel alle Karten, die später abgefragt werden. Hier kann ich übrigens auch Fehler korrigieren, wenn zum Beispiel sich jemand verschrieben hat, dann kann ich das auch korrigieren. So, nächster Punkt wäre hier Lerneinstellungen. Wenn ich da draufklicke, ändert sich nichts, weil ich hier schon bin bei den Lerneinstellungen, beziehungsweise Lerneinstellungen und dann Lernen. Diagramme, das sind Statistiken über den bisherigen Lernfortschritt. Fakt markieren brauchen wir momentan nicht. Wiederhole Audioausgabe ist dann wichtig, wenn ich eine Audiodatei dabei habe, könnte zum Beispiel verwendet werden für Fremdsprachen. Und dann Stapel schließen, komme ich wieder in die Übersicht. So, das ist jetzt hier der Stapel, den ich mir runtergeladen habe und öffne ihn wieder und bin dann wieder bei den Lerneinstellungen. So, jetzt mal kurz, was hier einzustellen ist. Neue Karten. Wichtig. Hier ist zunächst mal dieses da, neue Karten pro Tag. Dazu eine kurze Erklärung, wie funktioniert Anki. Und zwar gibt es verschiedene Lernvarianten. Bei Anki funktioniert es so, dass man
oder das so gedacht ist, dass man pro Tag eine bestimmte Anzahl an neuen Wissenkarten dazu bekommt, die man lernt. Karten, wo man Probleme hat, soll man wiederholen. Karten, wo man wenig Probleme hat, soll man auch wiederholen, allerdings erst in einigen Tagen. Ich stelle jetzt mal zum Probieren eine kleinere Anzahl ein, dass wir schneller fertig werden. Anzeigereihenfolge, das heißt, zufällig ist, denke ich, schon ganz sinnvoll, damit wir es nicht nur alphabetisch haben. Und hier geht es um Karten, die wiederholt werden. Wie werden die mit den anderen vermischt? Verteile neue Karten über die Wiederholung, denke ich, ist am sinnvollsten. Lernen eine Auswahl, was man hier ändern kann, gucken wir uns nicht genauer an. Es geht einfach darum, kann ich bestimmte Karten aussuchen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt hier das Thema Hauptstädte hat, alle europäischen Städte, dann könnte ich die vielleicht, wenn es vorgesehen ist, mir raussuchen. Dann haben wir noch Wiederholungen. Hier geht es um Einstellungen dazu. Das ist aber für den Anfang sicherlich noch nicht so wichtig und man kann einfach die Voreinstellung verwenden. So, Lernen im Zeitrahmen. Im Prinzip sind das die Informationen, die ich vorgebe. Fällige Wiederholungen, das ist die Vorausschau. Ja, hier steht auch eine Information, wenn man die Maus drüber hält, über die Sitzungsstatistik bzw. die, was noch ansteht. Ich habe diesen Kartenstapel noch nicht benutzt, noch nicht mitgelernt, deshalb gibt es noch keine Wiederholungen. Heute 5 neue Karten, das hatte ich ja so eingestellt, und hier maximal 10 Minuten. Man könnte auch pro Frage ein Limit einstellen. So, fangen wir einfach mal an und probieren das. Ich mache das Fenster ein bisschen größer. Man sieht hier schön, dass man eben auch in Anki Bilder einsetzen kann. Costa Rica, die Hauptstadt, oh, muss ich zugeben, fällt mir jetzt gerade nicht ein. San José, okay, das wusste ich nicht, also wiederhole ich es am besten sofort nochmal. Rhode Island, keine Ahnung. Providence, okay. Österreich hat die Hauptstadt Wien. Das ist kein Problem. Ich könnte sagen, war für mich ganz einfach, erst in 7 Tagen wiederholen. Vanuatu, ui, muss ich gestehen, weiß ich auch nicht. Port Vila, okay, muss sofort nochmal dran sein. Hawaii, oh je, Honolulu, gut. So, bevor wir jetzt hier weiter oder ich nochmal auf nochmal drücke, möchte ich mal kurz was zeigen. Und zwar gibt es hier unten eine Information, eine Kurzinformation über die Karten, die noch anstehen. Ich verschiebe mal das Fenster ein bisschen weiter nach oben. Man kriegt die Information da direkt angezeigt. Also zum Beispiel habe ich 3 Karten nicht gewusst, gleich werden es noch 4 sein. Und die werde ich noch gleich wiederholen. Und dann warten noch 0 Karten zum Wiederholen auf mich. Das war das, was ich schon gesagt hatte. Ich habe den Kartenstapel noch nicht benutzt, werde deshalb auch noch nichts von anderen Versuchen wiederholen. Und eine Karte ist noch fällig, das ist die, die jetzt gerade dran ist. So, ich möchte noch was sagen zu denen hier, zu diesen Knöpfen. Erstmal als Tipp. Wenn man mehrere Sachen zu lernen hat, muss man nicht immer mit der Maus hin und her springen, sondern kann hier nutzen, was da auch angegeben ist. Ich kann nämlich die einfach Taste 1, 2, 3 oder 4 verwenden. Eine weitere Sache, die noch klar sein sollte, diese 7 Tage, die jetzt hier angegeben sind, sind nicht fest vorgegeben. Je nachdem, wie viele Sachen ich lernen muss und wie häufig etwas schon von mir als richtig oder leicht gekennzeichnet wurde, verlängert sich dieser Zeitraum und Anki ist eben oder hat eben die Aufgabe, das Ganze so zu verwalten, dass ich rechtzeitig, bevor ich einen Fakt vergesse, ihn wieder abgefragt bekomme. So, jetzt Honolulu von Hawaii. Okay, jetzt kommt wieder Costa Rica. War das San José? Jawohl, das ging. Gut, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das über die nächsten Tage behalte, deshalb am besten gleich morgen nochmal wiederholen. Rhode Island war, oh je, schon wieder vergessen. Providence, Vanuatu,
Fort Vila. Bitte nochmal. Hawaii, Honolulu. War gut, das kann ich mir wahrscheinlich merken. Rhode Island hatte Providence. Okay, ging gerade so. Vanuatu war Port Vila. Okay, gut. So, und dann kriege ich zum Abschluss dieser 5 Karten, die ich jetzt gelernt habe, eine kurze Übersicht. Zum einen 3 Wiederholungen. Das sind die 3 Karten, wo ich angeklickt habe, dass ich sie morgen nochmal wiederholt haben möchte. Und morgen eben 5 neue Karten, die dann eben standardmäßig dazukommen. Und so erhöht sich die Anzahl der Karten, die man an einem Tag sich anschaut und wiederholen muss, natürlich nach und nach. Und es wird eben darauf geachtet von dem Programm, dass man keine Karte allzu lang unbeachtet lässt. So, jetzt beenden wir hier mal das Ganze, die Arbeit mit diesem Stapel. Ich möchte euch aber noch eine Kleinigkeit dazu zeigen. Das, was wir gerade eben gemacht haben, das war so das typische Lernen nach diesem Mechanismus oder nach diesem Algorithmus, der hier eingebaut ist. Wir öffnen uns nochmal das Ganze. Eigentlich ist für heute jetzt nichts mehr vorgesehen, dass wir das Ganze lernen. Manchmal in manchen Situationen oder manchen Fächern vielleicht auch ist es so, dass es unpraktisch ist, wenn ich jetzt immer nur nach und nach lerne. Zum Beispiel ist es ja so, wenn ich neue Vokabeln lerne, dann muss ich eben mehr Vokabeln lernen. 5 Stück reichen vielleicht nicht aus. Und da gibt es dann einen speziellen Modus, der nennt sich Pauken. Wenn ich den einschalte, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, hier Tags einzugeben. Eine Begriffsklärung Tags ist sowas wie eine Beschriftung, eine Kategorisierung. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man kategorisiert alle Hauptstädte Europas, Asiens, Amerikas und so weiter und sage dann, okay, ich möchte jetzt gerne mal alle Hauptstädte Europas lernen und dann bearbeite ich die eben alle. Ich weiß nicht, ob das hier angestellt ist, aber deshalb lasse ich das mal frei. Pauken bedeutet dann einfach alles durchgehen. Man sieht hier, ich hätte 306 Karten zum Bearbeiten. Also Österreich, Wien, Costa Rica, San Jose. Jo, ich kann's. Hawaii, Honolulu. Rhode Island hat Providence als Hauptstadt. Vanuatu war Port Vila. Vereinigte Arabische Emirate, oh je, Abu Dhabi, keine Ahnung. Appenzell, Schweizer Kanton, kenne ich nicht. Herisau. Okay, das müsste ich wahrscheinlich nochmal alles üben. Vermont, Montpellier und so weiter und so weiter. Aber hier bin ich eben nicht beschränkt in der Anzahl. Das heißt, ich kann wirklich alle Sachen auf einmal durchlernen. So. Wir brechen das einfach ab, indem wir hier den Stapel schließen und sind dann wieder in der Übersicht. Ja, soweit ein Beispiel zum Lernen. Vielleicht noch so ein paar Anregungen. Ihr könntet natürlich für euch eben selber auch solche Stapel, so Kartenstapel erstellen. Wie das geht, eigene Stapel zu erstellen, werde ich im nächsten Video zeigen. Eine Idee wäre zum Beispiel auch, dass ihr mit anderen Schülern zusammenarbeitet und jeder sagt, okay, ich nehme dieses Thema und erstelle einen Kartenstapel und du nimmst hier dieses Thema vor und ihr tauscht dann diese Kartenstapel untereinander aus. Also zum Erstellen das nächste Video, vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Es gibt hier den Befehl Synchronisieren. Dazu brauche ich allerdings einen Online-Account. Den kann man im Internet sich organisieren. Ich habe mir hier schon einen registriert. Müsste man hier machen, Sign up heißt registrieren. Und dann kann ich eben auch auf anderen Geräten, Computern, Handy und so weiter auch Anki nutzen und untereinander das Ganze synchronisieren.